Die Volkssagen von Pommern und Rügen, gesammelt von Jodokus Donatus Hubertus Temme. Der Liebeskampf. Es ist schon 1000 Jahre her und noch länger, als einst in Polen ein Herzog lebte, welcher Gracchus hieß und der auch die Stadt Krakau soll erbaut haben. Dieser hinterließ 2 Söhne und 1 Tochter. Von den Söhnen hieß der eine Gracchus wie der Vater, der andere Lechus. Die Tochter hieß Venda. Die Regierung sollte nach des alten Herzogs Tode an seinen ältesten Sohn, den Gracchus, fallen. Aber Lechus gönnte sie diesen nicht und brachte ihn eines Tages auf der Jagd meuchelmörderischerweise um. Doch die Polen wollten nun keinen Brudermörder über sich haben und gaben das Reich der Venda. Zu dieser kamen darauf viele Könige und Prinzen, die sie zur Ehe begehrten. Denn sie war zugleich mächtig, klug und schön. Allein sie wollte lieber Prinzessin allein sein, als eines Prinzen Weib. Und sie schlug alle Anträge ab und ließ mit solchen Antworten die Freier von sich. Das hörte ein Fürst der Rügianer im Pommerlande namens Rütiker, ein gar mächtiger und tapferer Held. Er glaubte, die Fürstin zu gewinnen und zog aus an ihren Hof und buhlte um sie. Allein er bekam keinen besseren Bescheid als die übrigen. Darüber ergrimmte der Fürst in seinem Herzen, und da er in großer Liebe zu der Prinzessin entbrannt war, so brachte er ein ansehnlich Heer auf die Beine und fiel damit in Polen ein, um mit Gewalt um sie zu werben. Venda, das Fräulein, zog ihm entgegen, gleichfalls mit großer Heeresmacht und in ihrem Herzen gelobend, wenn sie den Feind besiegen sollte, zeitlebens den Göttern ihre Jungfrauenschaft zum Opfer zu bringen. Als nun aber die beiden Heere gegeneinander hielten, da dünkte es den Pommern schimpflich, dass sie wieder ein Weib das Schwert ziehen sollten, und sie hielten bei ihrem Fürsten an, dass er sich eines Besseren bedenken möge. Darüber entbrannte der edle Rütiger dermaßen vor Zorn und Liebe, dass er sein eigenes Schwert ergriff und sich daselbst durch das Herz stieß. Also zogen die Pommern und Polen wieder voneinander, nachdem sie einen neuen Bund unter sich gemacht hatten. Venda aber, das Fürstenfräulein, hatte von der Stunde an großes Herzeleid. Und als sie wieder in ihr Schloss kam, wollte sie nicht länger leben, nachdem sich ihrenthalben ein so tapferer Held ums Leben gebracht hatte. Sie sprang deshalb von der Brücke ihres Schlosses in die Weichsel, wo sie ihren Tod fand. Solches ist geschehen bald nach dem Jahre des Herrn 700. Nach Wendas Tode kamen die 12 Woiwoden in Polen wieder an das Regiment.